Heute geht es um Krieg, die Römer gegen die Griechen. Hier in der Milbenkiste. Es gibt nämlich Killermilben und Käsemilben und die sind kriegerisch immer in Kampfbereitschaft. Die Killermilben sind nämlich hier Mitbewohner bei den Käsemilben. Und diese Killermilben leben von den Milben. Sie haben längere Beine, sie stechen sie an und saugen sie aus. Und die Killermilben sind an sich ganz wichtige Milben in der Bioproduktion von Gewächshäusern als Biowaffe. Aber hier in unserer Milbenkäsemanufaktur sind sie Störenfriede. Und aus diesem Grund muss ich sie immer mal rauskratzen und wieder in den Garten schaffen. Und hier kann man ganz deutlich sehen, wie die sich bewegen können. Hier auf meiner Handfläche sieht man jetzt ganz deutlich, dass sie sich schnell bewegen, viel schneller als diese Käsemilben. So, ich weiß, wo sie sitzen, hier in der Milbenkiste. Und abgekratzt kann ich sie jetzt in den Garten schaffen, wo sie ihre Arbeit leisten sollen. An Gurkenpflanzen, an Tomatenpflanzen können sie die Spinnenmilben abfressen.